I'm a pelican. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge TSSS zum Schwerminer Super Show Fire Emblem mit mir, dem Terminus, und natürlich unserem wenn ihr nicht direkt weggeschaltet habt. Richtig, auch. Und unserem Gesto Especialidades, dem Schwer. Que pasa te tengo? Ich bin jetzt spanischer YouTube-Man, habe ich. Das stimmt. Heute vor, ich weiß nicht, 5 Stunden oder so, ist jemand auf unseren Server gekommen. Wenn wir so tun, als wäre es länger her, dann ist die Geschichte glaubwürdiger. Er ist ein Zuschauer von Schunler, beziehungsweise einer von Schunlers Video auf den Server gekommen. Der war im Video von Schunler, ich finde das komisch. Und der hat Hallo gesagt. Das ist die Geschichte. Eine interessante Geschichte, die du gerade halb verändert hast, obwohl es absolut keinen Grund gibt, sie zu verändern, aber ich finde es trotzdem gut. Es macht mir mehr Spaß, wenn ich Dinge einfach verändere. Dann ist es gelogen und Lügen macht mir Spaß. Wir haben jetzt ganz viele neue Charaktere bekommen. Kann ich das nicht einfach verkaufen? Und ein Feuerjuwel! Oh, das ist weniger wert, als ich dachte. Die Schneejuwelen sind viel geiler. Es gibt Schneejuwelen? Nee, weiß nicht. Warum hast du Bögen? Mega geil. Jetzt muss ich googeln. Feuer Emblem Schneejuwel. Wie schnell bist du? Weil du hast nur schwere Klingen und so ein Scheiß. Also in ja. In Fire Emblem 8 verkauft man das für 10.000. Der Preis ist aber 20.000. Weil man es halt immer für die Hälfte verkauft bei einem Händler. Interessant, dass da draußen der Preis dabei steht. Finde ich alles gar nicht so nett, dass die mir hier so Geld abziehen wollten. Nein. Ja, es gibt sogar Goldjuwelen. 20.000! Jetzt habe ich kein extra Eisenschwert. Warum hast du ein Ritterboot? Habe ich irgendeinen Lanzenträger auserkennt? Nein, sehr toll. Nein. Weißt du was? Vielleicht gibt es ja in Kapitel 16 einen Laden, den es da nicht gibt. Ja, aber es gibt einen 16X. Weil es nicht statt ist, würde ich jetzt raten. Nur, dass du... Warte, 16X, schauen wir mal. Da gibt's einen Laden. Nur, dass du Bescheid weißt, du bekommst in der Mission anscheinend irgendwo ein Silberschwert. Von einem Guybrush Threepwood? Keine Ahnung. Oder von irgendwo versteckt? Weil versteckt finde ich's nicht. Nicht von Monkey Island in einer Kiste, aber. Ich mag dich schon mehr. Das hast du gut gemacht. Wobei Monkey Island. Na, ich glaube, Monkey Island ist nicht allgemein Wissen. Nicht mal in unserem Alter. Beziehungsweise gerade in unserem Alter nicht, weil es ist älter als wir, oder nicht? Richtig. Du kriegst auch noch Heldenzieher, den Ritterwappen, ja voll geil. Schon, wer braucht Glück? Weißt du was, ehrlich gesagt, du brauchst Glück, Erkisch. Erkisch. Erkisch, Boy, komm her und russisch dich weg. Was ich mache, ist wie immer einfach... Okay, einen Pferdeboy mitnehmen. Ja, sterben sowieso. Weil der kann zumindest helfen, einer der wunderbaren grünen Einheiten zu retten. Und genau das müssen wir machen. Genau. Für die, die nicht wussten, wir müssen eine grüne Einheit am Leben erhalten, ne? Dass wir in das Special-Kapitel reinkommen. Ja, und wenn wir das nicht schaffen, ist das Let's Play vorbei, weil das Special-Kapitel hält den besten Charakter der Welt bereit. Richtig. Bernhard. Richtig. So, in dem Kapitel. Hier wird das Zelt stehen. Und ich muss ein oder zwei Leute... Wenn ich Hector zurücklasse, reicht das, weil da kommen einfach Pferde. Oh. Wir werden sehen, vielleicht brauche ich Hector aber auch. Wir werden jetzt erstmal... Muss ich... Hilfe, ich brauche... Formation! Du, weit weg, weil dich braucht keiner. Und dich, in die Ecke. Ich glaube, das ist nicht so. Du kannst 5 laufen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Okay, das passt mir alles. Pause, speichern, ran die Plörre und Vollgas. Möchtest du ihn einsetzen? Natürlich möchte ich ihn da stehen lassen, das Reiter kommt nicht voran. Glaubst du, wenn man ein Pferd eine Wand stellt und hinter ihm halt auch eine Wand hat, das seitlich frei ist, aber vorne und hinten ist eine Wand, das würde rauskommen? Ja. Kommt drauf an, wie eng sind die Wände. Sind die so prästig zu Salami eng, oder? Nee, einfach nur eine recht breite Wand. Nee, die sind leider schon genug. Meinst du? Ja.
Das habe ich gehört. Luzchun! Oh mein Gott, Lahus hieß der. Der hat einen Namen gehabt. Und das ist bestimmt nicht einfach nur irgendwie so ein Königreich-Shit oder so und die heißt alle Lahus. Das ist eine spezielle Person, die du umgebracht hast und nie wieder mehr bekommen kannst. Ja, blöd, ne? Schade. Oh nein, nicht schon wie. Nein, jetzt hast du den zweiten Lahus getötet. Das waren Zwillinge. Darum haben sie die gleichen Namen. Und ja, genau, so funktioniert das. Aber an unterschiedlichen Nachnamen. Weil das sind so Bastard-Zwillinge von unterschiedlichen Vätern, aber gleichzeitig geboren von der gleichen Mama. Anyways. Das muss komisch sein. So rein biologisch. Es ist aber möglich. Nein. Doch. Echt jetzt? Ja. Nein. Doch. Echt jetzt? Oh, guck mal. Ich glaube, Chi hat mal sowas erwähnt gehabt. Ja! Chi hat aber auch gesagt, Leute im Rollstuhl sind lustig. Na und? Nee, es ging mal irgendwie um sowas. Weil, keine Ahnung. Und dann wurde was gegoogelt und ich habe keine Ahnung mehr. Es ist so lange her. Das, weißt du was, jetzt glaube ich die Geschichte. Das klingt nach dir. Tada! Du kannst nicht viel richtig. Oh mein Gott, Lin wird sterben, weil Lahus sie tötet. Du ja, musst mit seinem Eisen. Warte, du hast gesagt. Ich krieg von keinem Typen Nüsse. Ich wüsste nicht wo. Wahrscheinlich irgendwo hier in der Tür, wo ich nie reingehe. Oh, oder die Kisten. Du hast mir nur nicht. Ja, genau. Jetzt weißt du es wieder. Ich habe möglicherweise Kisten erwähnt. Das habe ich nicht gehört, also habe ich dir einfach nicht zugehört, vermutlich. Es würde zwar nie vorkommen, dass ich dir nicht zuhöre, nein. Aber möglicherweise ist es gerade zum ersten Mal passiert. Wieso kann ich nicht? Achso, du hast gekrittet. Sie ist auch wichtig, sie muss relativ weit vor, weil sie rekrutieren muss. Du bist ein Heiler und du stinkst, was weiß ich, was ich mit dir. Ja, weil sie muss mit Lahus reden. Ja. Oder der Ken. Oh, jetzt wird ja. Ken auch sterben. Ja. Dann macht Doppelteam und dann gibt's Stress. So, oh nein, Geschichte. Den muss ich nämlich mit der Heilerin auf dem Pferd ansprechen, den roten Mann da jetzt dazwischen. Mhm. Dann kann ich Lucius, glaube ich, sagen, hey, hör auf behindert zu sein. Und dann ist er nicht mehr behindert? Na, er ist immer noch Weißmagier, aber dann kann ich ihm wenigstens sagen, bleib stehen. Den anderen drei Grünen, den kann ich nicht sagen, bleib stehen, die sind rebellisch. Und du weißt ja, das kann ich gar nicht haben. Mhm. Nicht in meiner Street. So. Ja. Weißmagier ist in dem Spiel wirklich trashy trash, oder? Was ist trashy trash? Weißmagier in dem Spiel. Die sind absolut okay. Aber beide anderen Magier sind besser, finde ich. Vor allem, weil am Ende gibt es auch immer mehr Anima-Magier, die halt den Weißmagier aufs Maul hauen. Am Anfang ist der sogar recht gut gegen andere Magier, weil halt die meisten Gegner-Magier sind Dunkelmagier. Ja, aber später haben sie nicht nur Tierohren, sondern auch Tierschweife. Man fragt sich dann, woher die kommen und dann stellt man sich zu viele Fragen. Und dann genau, das ist alles nicht so gut. Und das Problem mit Weißmagiern ist, denen fehlt die Durchschlagskraft. Von selbst haben die meistens weniger Magie, soweit ich das im Kopf habe. Außerdem sind ihre Zauber auch schwächer. Alles in allem nicht unbedingt perfekt geeignet zum Dinge tun. Lün! Ich glaube, die sind auch gar nicht mal. Obwohl, vielleicht verwechsel ich was. Ich glaube, die sind auch recht langsam im Vergleich. Müsst ihr nicht irgendwo stehen, wie schwer die Scheißdinger sind? Nicht für dich! Ja, echt für. Gewicht 14, vielleicht bei Gewicht. Was heißt bei Eisenklinge, dieses Ding breit und hoch wie ein Mensch, ist meine leichteste Waffe. Wie ein Mensch! Also nicht wie der Hund, die wie ein Mensch! Mensch! Ja, also Mensch, wie geht's dir? Was? Es gibt ja Bischof. Ja. Es gibt auch Mönch und Priester und die werden beide zum Bischof. Was tue ich hier an? Ich fände es cooler, wenn die zu verschiedenen Sachen werden. Ja. Ich überlege gerade, wieso kann ich dich nicht vorstellen? Ich sehe gar nicht. Achso, weil ich auf Eichen klicken müsste. Das ist so, Mönch ist quasi Sien männlich. Nee, Priester ist Sien männlich. Und er ist ein Mönch, genau. Ich bin verwirrt, ist egal. Die werden beide zu Lichtmagiern mit Heilung. Alle Magier werden ihre Magieklasse mit einem Heilstab am Ende. Ist ein bisschen, ja, könnte man was anderes machen. Das glaube ich schon immer so gewesen.
Kommt drauf an, was du mit immer meinst. Tatsächlich nicht, wenn das Remake von, hier... Gaiden, also dem zweiten Fire Emblem, dem Original treu ist. Dann wird Bowie, welcher am Anfang Magier ist, zu einem... bleibt Magier, einfach eine stärkere Magierklasse. Und seine Freundin, die ich vergessen habe, wie sie heißt, kriegt tatsächlich ein Schwert. Ich bin hart überrascht, dass du überhaupt einen Namen weißt. Der klingt halt doof, ne? Also, das kann der Tim. Hier stehen noch zwei wer. Ja, aber dann ich jetzt ein. Ich schaue mir gerade eine Liste an, das sind gar nicht mal so viele Charaktere. Ach so, warte. Anfangscharaktere, die sollten relativ früh sein mit Celica. Das ist ja, ach so, okay, ich habe gerade was verwechselt. Ich dachte jetzt, aber das ist ja, was kommt jetzt nochmal auf der Switch raus auf Deutsch, so ein uraltes? Das erste, Shadow Dragon and the Sword of Light oder sowas. Oh, Dark Dragon. Nee, das eher, ja gut, okay, das Shadow Dragon und Light Shadow sind ja schon Remakes. Ja, dann, das erste. Punkt aus. Oder auch und bekannt unter den Namen Fire Emblem Ankoku Ryo To Hikari no Tsurugi. Ja, Gesundheit. Rechnungsformel. Freue ich mich drauf. Vor allem, weil ich keine zuverlässigen Quellen habe. Aber irgendwer hat gesagt, das soll so 5 Euro kosten. Nicht die Special Edition. Die vermutlich nicht. Aber für 5 Euro kann ich mir das erste Fire Emblem geben. Vor allem, wenn die Leute echt sehen, hey, Fire Emblem, geben Leute Geld für aus. Vielleicht machen wir dann mehr. Ich glaube sowieso nach dem Erfolg von Seven Aces Houses wird Fire Emblem nicht abbrechen. Gäbe das ist sowieso nicht schon lange, das ist seit Awakening nicht. Also Awakening war ja das eigentlich letzte Gedachte. Also das letzte, das kommen soll. Ja, ja. Aber dann hat sich's gut verkauft. Weil Waifus und dann haben sie eben weitergemacht. Dann haben sie gemerkt, hey, die Leute sind einfach alle notgeil. Das ist auch nicht falsch. Nichts dagegen, ist jetzt nicht schlimm, aber. Wer wären denn wir da irgendwas gegen zu sagen? Genau. Nimm mal Gena, das Gena. Darum ist alles gut. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich muss Hector nicht. Also ich muss Sarah nicht zurücklassen zum Heilen. Hector ist ein dicker Bubel. Ein dicker Pollo. Bubi. Pollo. Motherfucker. So, ich hoffe mal, der Rittersmann wird Lin angreifen, weil ich werde. Du bist für Kavallerie. Ja gut, Panzerschwänze. Er wird auf jeden Fall kenterisch angreifen. Du wirst nicht angreifen, weil du bist ein dicker Dude. Ich muss halt vorpreschen, weil die kommen davon selber raus. Die wissen, wie Türen funktionieren. Nach ein paar Runden. Das finde ich ekelhaft. Weißt du was? Das ist tatsächlich. Ey, nicht rübsen. Ja, echt, hey. Wer war das? Hör auf zu tauschen. Du sollst das Item nehmen. Ich kann das Item nicht verschieben. Okay, wenn ich auch sag. Pollo. Gibt es hier. Nee, immer das oberste ist ausgerüstet, oder? Immer das oberste. Es ist bei Heilern egal. Wobei? Es gibt Stäbe, die geben dir doch Dinges. Oder ist es in dem Spiel nicht so, weiß ich nicht. Es gibt manche Spieler, die haben Stäbe in den Passiv-Effekt. Boah, da weiß ich nicht. Das Einzige, was Stäbe haben, ist halt Gewicht. Das kann was ausmachen, wenn deine Kondition nicht hoch genug ist. Dass du halt dann langsamer bist, als wenn du einen leichteren Stab hättest. Ja, ne? Weiß gar nicht, haben die hier auch ein Gewicht in dem Spiel? Sollten. Also ich guck gleich nach, nicht, dass ich wieder Blödsinn habe, wie sonst immer. Aber eigentlich hat alles ein Gewicht. Bücher haben ja auch ein Gewicht. Es wäre komisch, wenn Stäbe keins haben, finde ich. Wobei andererseits... Sie haben kein Gewicht. Ja eben, stimmt. Weil kämpfen tust du mit Stabnutzern sowieso nur, wenn sie Bücher haben. Das wäre einfach nochmal... Tatsächlich. Okay. Ja, dann ist egal. Ich mag es nur nicht, wenn sie die Pflege vorne hat und ich sie vermutlich falsch verwende. Es gibt ja auch anscheinend keine Stäbe, die passive Effekte haben. So ein trauriger Scheiß. Kenne ich tatsächlich auch gar nicht von anderen Spielen. In welchem Fall war das, oder war das nur wieder GameCube Wii? Radiant Dawn auf jeden Fall. In Awakening muss ich mal schauen. Ah, doch, dass die sich von selbst irgendwie heilen oder sowas. Zum Beispiel. Ja, doch, das gibt's. Es gibt auch Bögen mit der Fähigkeit, dass du es benutzen kannst wie ein Heil-Item. Das ist ganz nett.
wenn auch unnötig. Ich hau dir aufs Maul, okay? Schön. Auf die Fresse! Und dann schicke ich Hector auch zurück zum Prügeln von den Pferden, die da kommen. Dann gibt's Stress. Oh ja. Du, ich sag dir. Oh ja. Fähigkeit, Geschwindigkeit, das ist absolut okay, weil 15, 15 Stärke und Defense. Ja, weißt du, du gehst an Merlinus. Ich hoffe, du hast noch. Okay, für 14 Dealers. Alter! Das reicht ja trockenflirtschig, also. Es gibt hier einen geilen Stab in Radiant Dawn. Matrona. S plus muss man da haben. Okay. Stellt KP eines Verbündeten komplett wieder her und setzt seinen Biorhythmus auf Bestleistung. Biorhythmus gibt es ja noch. Ding ist egal. Ausgerüstet plus 5 Verteidigung. Heilt den Anwender zu Beginn jeder Runde von allen Statusveränderungen und stellt 20 KP wieder her. Alles klar, ich bin Weißmagier, du kannst mir nichts. Nicht schlecht. Warum hast du eigentlich keine Fernkampflanze? Das ist sehr wild. Vor allem deine Verteidigung war gut, ist aber dadurch, dass du erst so spät kamst, ein bisschen am Schwächeln. Stab heilen. Ich habe mich heute so wieder ein bisschen geärgert, was mir aufgefallen ist. Oh, das ist lustig. Und zwar, okay. Es gab mal einen Moment, wo jemand an meinem Rollladen so rumgeklopft hat vor mehreren Wochen oder Monaten oder was weiß ich. Ja. Weil die Person nicht klingeln wollte und sowas und das hat mich aufgeregt. War diese Person zufällig mit dir verwandt und dein Geschwisterchen? Nicht mein Geschwisterchen, aber ja. Was heute passiert ist, es gab so komische Geräusche, so wie der Rollladen. Ich so, nicht schon wieder. Ich schau nach, sag ich hin, in dem Moment fliegt ein Vogel weg. Und dann fällt, du bist mit dem Vogel verwandt? Erwähnen, bevor die Geräusche kamen, war noch ein lautes Geräusch und pff. Also ist der Vogel anscheinend gegen den Rollladen geflogen. Find ich super erstmal grundsätzlich. Okay. Und dann hat er sich irgendwie, da ist irgendwie festgehangen. Ich müsste mal schauen, ob da jetzt irgendwie eine Feder oder sowas hängt. Sagst, das mache ich jetzt und ich höre dich jetzt nicht. Und du hörst mich trotzdem. Ja, aber man muss auch sagen, schon erst ein Arschloch. Das ist so eine miese Arschkarte. Weißt du, so ein Blödarsch, so ein Wichser, so ein dummes Arsch. Bist du noch da? Bist du noch da? So ein Arsch, der geht einfach ans Fenster und rotzt da raus. Hallo? Hallo? Hi, wie geht's? Ja, leider keine Feder. Gerade? Leider keine Feder. Ja, du hast Laus besiegt. Es ist eh nicht so schlimm, wenn du stirbst, weil wir wollen ja Laus haben, oder? Ich mag Lamus. Lamus ist geil. Lamus ist einfach so, extrem erotisch. Ist schon geil. Wusstest du?